Ja, vielen Dank für den Beitrag, weil hier nochmal ein Stichwort gefallen ist, das ich gerne aufnehmen möchte, dass erstens die Kandidaten, die vor Ort den Wahlkampf austragen, ja unabhängig von ihrer persönlichen Position in der Tat eine gewisse Haftungsträgerschaft für die Gesamtpartei und für das Spitzenpersonal übernimmt und damit in eine Nahkampfposition kommt, die sehr ungewöhnlich ist für das normale Leben und die außerordentliche Leidenschaft, Toleranz und Frustrationsbereitschaft verlangt. Das ist ein Aspekt, den man nicht hoch genug einschätzen kann, weil das ist ja gelebte Demokratie, dass man sich einsetzt und diese Tortur, die das Ganze ja auch ein Stück ist, auf sich nimmt. Und das hat gleichsam eine zweite Komponente, das ist nämlich auch eine ungeheure Anforderung an die Physis, an die Gesundheit der Kandidaten ist, die diese lange Tour auf sich nehmen und hier wochenlang, monatelang, von morgens bis abends die Öffentlichkeit, Kommunikation innerhalb der Partei auf sich nehmen und damit eine Bereitschaft beweisen, um diese Demokratie am Leben zu halten, die außerordentlich ist und die nochmal eine besondere Unterstützung der Bevölkerung auch bedarf. Ich sage mal, das Handwerkszeug, das wir benutzen hier vorne, ist ja wohl bei allen recht ähnlich, überschaubar und ähnlich. Und deswegen will ich da gar nicht weiter drauf eingehen, denn da ist alles schon gesagt zu. Was ich mal sagen möchte, ist ganz einfach, wenn wir mal schauen, bis auf die Protestpartei AfD will ich mal ist noch, so, noch ja, ich will es nur mal so ausnehmen aus dem Rahmen der anderen Parteien. Wieso? Denn die anderen haben eigentlich alle das Problem, dass wir über die letzten Jahrzehnte einen deutlichen Mitgliederschwund hinnehmen mussten. Das Wort Partei ist ja schon fast ein Schimpfwort. Ja? Wir sehen auch bei der AfD, was da Unzufriedenheit, womit die Leute unzufrieden sind. Wir nehmen das durchaus wahr, da können Sie ganz sicher sein. Dass das Wort Partei ein Schimpfwort ist, dass die Leute sagen, bist du denn bescheuert, dass du dich engagierst in der Partei? Ja, das muss ich mir anhören in meinem Umfeld, sage ich mal, in meinem sozialen Umfeld, nicht über den Freundeskreis, aber in meinem sozialen Umfeld schon. Das ist doch bedauerlich, dass es so weit gekommen ist. Und ich finde, da muss die Entwicklung wieder in eine ganz andere Richtung gehen, denn die Parteien, das ist unser System, das ist unsere Demokratie, die bündeln die Meinungen und machen ein Land überhaupt regierungsfähig. Natürlich gibt es da viele außerparlamentarische Vereinigungen und Ähnliches, die auch ihren Sinn und Bestand haben sollen. Aber die Parteien bündeln es und dann läuft es in unsere Parlamente und da findet dann die Demokratie statt und mündet nachher in Gesetze. Und deswegen kann ich nur sagen, gehen Sie den anderen Weg. Gehen Sie in die Parteien, bringen Sie sich ein und gehen Sie diesen Weg, denn da können Sie noch was bewirken. Ja. Gut, machen wir gleich mit den Grünen weiter. Ja, ich komme nochmal zurück zu der Eingangsfrage, was das Handwerkszeug angeht, weil ich den beiden Vorrednern ausdrücklich meine Zustimmung zusichern möchte. Also ich fand das großartig, dass das so genannt wurde. Aber wenn ich hier auf den Schreibtisch, also auf den Tisch gucke, dann sehe ich das allerwichtigste Utensil, gerade bei uns dreien jetzt liegen, das ist der Kugelschreiber. Und der Kugelschreiber muss tatsächlich von jemandem gemacht werden. Und von daher, ich sag mal so, wenn ich das Ergebnis von Sonntag mir anschaue, sind wir Grüne jetzt nicht so richtig die Mode. Wir haben nicht so richtig das Geschick gehabt, den Wahlkampf zu überzeugen. Wir müssen aber auch nicht in Schutt und Asche gehen. Wir werden trotzdem in diesen Wahlkampf reingehen mit unseren Themen und werden unsere Meinungen vertreten, ob das Herrn Mattes gefällt oder nicht. Wir werden eine harte Auseinandersetzung haben. Und die Abteilung ist tatsächlich, die Leute, die das aushalten auf der Straße, sind die Leute, die wir gewinnen für den Wahlkampf, die das ehrenamtlich machen. Ich habe mir vorgenommen, mein Leben, mein persönliches Leben so weiterzuleben wie bisher auch. Ich werde am Samstag ein wunderbares Straßenfußballturnier wieder organisieren, was wir jetzt zum 10. Mal machen. Wir wollen Ausgrenzung und Diskriminierung nicht zulassen. Ich habe Sie ausreden lassen, jetzt bündeln Sie mir doch bitte auf, die Großzügigkeit nicht ausreden zu lassen. Vielen Dank. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal deutlich sagen, dass das, was wir im öffentlichen Raum erleben, auch nicht immer sozusagen unsere Zustimmung erfährt. Wenn man tatsächlich an Orte geht, die schwierig sind und den Protest auch sucht, dann muss man sich seiner eigenen Verantwortung auch bewusst sein. Und das ist durchaus eine Masche, die wir häufiger erleben. Und deswegen wird dieser Wahlkampf, und da bin ich bei Matthias Nölk, ich bin seit 2004 bei den Grünen, ein anderer sein als all die, die wir vorher hatten. Nichtsdestotrotz verlassen Sie sich drauf, den Kugelschreiber wird es wieder geben. Bei uns natürlich 75% recycelt. Ja,
haben wir nicht nur einen Eindruck von den Instrumenten bekommen, die hier eingesetzt werden, und dass wir es vielleicht nicht nur unter dem Eindruck der Instrumente, sondern auch der Stimmungslagen mit einem besonderen Wahlkampf zu tun haben werden, sondern wir sollten jetzt auch mal darüber nachdenken, dass das Thema, was wir die letzten Jahre sehr stark strapaziert haben, wie bekommt man diejenigen, die nicht wählen, dazu motiviert zu wählen und ihre Chancen zu nutzen und ihre Interessen auch vertreten zu lassen. Wie schafft man das? Und da würde ich gerne mal die einzelnen Parteien nochmal abfragen, was gibt es für besondere Ideen, diejenigen, die Nichtwähler sind, die in sozial schwachen Positionen sind, die vielleicht in der Vergangenheit erkennen ließen, dass sie abseits stehen, dass man die auch gewinnen kann. Vielleicht wollen Sie nochmal damit starten und wir gehen noch einmal die Runde durch. Ja, das ist ja, also das ist ja die One-Million-Dollar-Question. Ja. Wie schafft man es? Günther Jauch gewinnt am Ende. Also wie schafft man es, die Leute zu erreichen? Jetzt ist gesagt worden, man macht das über soziale Medien. Ich finde, der Takt, in dem digitale Medien eingesetzt werden im Wahlkampf, hat auch eine Flut von Informationen ausgelöst, die nur noch schwer zu durchschauen ist. Also wie viel Posts muss ich als Bundestagskandidat machen, um letztlich die Aufmerksamkeit zu erzeugen? Und wer nutzt das dann? Ist das überhaupt meine Zielgruppe? Ich sag mal so, nach dem NRW-Ergebnis, weiß ich, mit der Aussichtsreich oder auch nicht, ich sag mal so, wenn ich die 10%, die Grüne sozusagen beim letzten Mal geholt haben, erreichen will, wie kriege ich die? Das ist ja, wenn ich darauf die Antwort hätte, wäre ich auch nicht sicher, ob ich sie Ihnen heute geben würde. Aber glauben Sie, wir haben einiges für den Wahlkampf vorbereitet und wir freuen uns auf die nächsten, was waren das, Timon, 131 Tage. Ja. Meine Frage war ja nicht nur in Richtung der 1-Million-Dollar-Lösung, sondern wie kommt man an die unteren Schichten besser ran, die augenblicklich in der Wahl stärker abseits stehen? Entschuldigung. Die augenblicklich stärker abseits stehen. Gibt es da bei Ihnen besondere Überlegungen, dass man mit Hausbesuchen oder mit anderen Formen der Straßenpräsenz da nochmal Impulse setzen kann, die bisher nicht so gezündet haben? Also ich weiß nicht, ob das immer nur die unteren Schichten, die nicht wählen. Das war meine Frage. Ja, genau. Der Haustürwahlkampf ist etwas, der bei uns Grünen ungefähr 50-50 aus der Partei macht. Wie manche andere Dinge auch. Gibt es Leute, die das befürworten, andere Leute, die das nicht machen. Ich, wie gesagt, würde an der Stelle eher in die Stadtteile gehen, weniger die Leute an der Haustür belästigen wollen. Also das ist, wie gesagt, das muss man persönlich für sich entscheiden. Weil ich finde das ein bisschen aufdringend, würde aber trotzdem in die Stadtteile gehen und ich bin bei den Stadtteilfesten unterwegs, ich bin mit den Veranstaltungen in den Stadtteilen unterwegs und versuche dann auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, klar. Ohne das zum Vehikel zu machen, ohne das sozusagen aber die Leute müssen selber entscheiden. Also ich finde tatsächlich, in diesem Wahlkampf müssen die Leute sich auch selber ihrer Verantwortung als Demokraten stellen und dann auch überlegen, was sie denn in dieser Wahl entscheiden wollen. Ich glaube, die 75% Wahlbeteiligung sind durchaus auch ein Ausdruck des gleichbleibenden Interesses oder jetzt auch des steigenden Interesses nach der NRW-Wahl. Also ich bin da nicht so, ne, die unteren Schichten oder was wählen uns nicht. Das ist nicht mein Vielleicht ist das verkehrt. Naja, gut, es gibt ja wahlsoziologische Auswertungen, die sehr deutlich machen, dass es eine Abhängigkeit der Wahlbeteiligung von Einkommen, Bildungsstand und der Wohnregion gibt, in der Menschen eben leben. Und insofern stellt sich die Frage, können wir ja gleich mal an Dr. Wett weitergeben, inwiefern da besondere Überlegungen sind, wie man auch stärker an die Gruppe rankommt, weil es geht ja um Repräsentation. Und wenn ein Teil der Gesellschaft nicht mehr repräsentiert ist, ist das nicht in unserem Interesse, eine Gesellschaft für alle zu haben. Ich soll ja aus dem Nähkästchen plaudern. Also wir haben natürlich solche soziologischen Untersuchungen und haben dann Straßennamen, in denen wir wissen, dort sind mehr CDU-Anhänger und da sind weniger. Und es geht immer darum, die eigene Wählerschaft zu mobilisieren. Es geht nicht darum, die anderen zu ärgern, dann gehen die nämlich zur Wahl und wählen ihre Leute. Das ist so. So ist die Regel im Wahlkampf. So läuft das. Ja? Und ich finde auch, das ist natürlich schwierig, weil wenn man die reine Lehre lehrt und sagt, ich muss gerade zu denen gehen, die mich nicht wählen, um die zu überzeugen, also muss ich in die Stadtteile gehen. Und deswegen hat sich da auch eine gewisse Änderung ergeben. Wir haben das auch in den letzten Wahlkämpfen auch so darin geändert, und zwar gehen wir nicht mehr nur mit dem Spitzenkandidaten in unsere Gebiete, sondern wir gehen mit Wahlkampfteams, auch ohne den Kandidaten, möglichst breit gefächert, ganz breit in die Städte hinein und in die Gebiete auch, wo wir wissen, dass da eine geringe Wahlbeteiligung ist.
Das heißt, es geht darum, möglichst viele Menschen anzusprechen, nicht unbedingt, dass der Kandidat präsent ist. Ja? Wenn ich jetzt, angenommen, 2000 Gespräche schaffe, ja, dann wählen mich vielleicht 1000 Leute mehr. Dann rechnen Sie das mal auf dem Wahlkreis hoch, was ich damit bewegt habe. Da habe ich einen Satz gezeigt und dann kann ich mir auf die Schulter klopfen und meine Parteifreunde auch mildern, aber ich habe eigentlich nichts bewegt. Ne? Damit gewinne ich diese Wahl nicht gegen einen Wahlkreis, der SPD normalerweise angehört. Sondern das kann ich nur schaffen, wenn wir möglichst breit an Menschen herankommen. Und die kommen nicht mehr zu uns. Ich brauche gar keine Veranstaltung machen. Es ist nicht wie bei der AfD, dass die Leute dann davor stehen und protestieren, sondern es interessiert einfach keinen. Überhaupt nicht. Da kommt keiner. Vorbei. Aus. Also müssen wir zu den Menschen gehen und das in Wahlkampfteams und da, wo die Wahlbeteiligung niedrig ist. Das machen wir. Ja, in der Sozialarbeit hat man das ja mal abholende Sozialarbeit genannt. Das heißt, das Prinzip hat auch im Wahlkampf Einzug erhalten. Man muss zu den Menschen aufsuchende Sozialarbeit. Das heißt, das ist auch das Prinzip, mit dem der Wahlkämpfer die größten Chancen hat, sein Klientel, seine Adressaten zu erreichen. Sie haben das Wort. Ja, nach dem Motto, kommt der Prophet nicht zum Berg, kommt der Berg zum Propheten. Ne? Das ist, kann ich halt auch bestätigen. Man muss eben vor Ort da sein. Wie gesagt, vorhin, also wir können nicht die ganze Stadt abdecken mit unserer kleinen Partei, aber wir gehen halt auch in Stadtteile, wo wir eigentlich nicht so die FDP-Klientel haben, weil wir sagen halt auch, Leute in bestimmten Stadtteilen, wo wir wissen, da sind wir eh stark, die müssen wir nicht mehr groß überzeugen. Wir gehen halt in die Stadtteile, wo man die FDP eher nicht wählt und gucken, ob wir da die Leute noch überzeugen können. Und da ist es halt dann auch eine Frage, wie das Gegenüber reagiert und wie aufgeschlossen es ist und was man da bewegen kann. Also es ist durchaus auch schon vorgekommen, sowohl an Haustüren als auch am Infostand, wo die Leute kamen, die halt überhaupt nichts mit der FDP am Hut hatten und die danach aber nach einer halben, dreiviertel Stunde gesagt haben, sie gehen zur Wahl und am Ende vielleicht sogar im Idealfall auch gesagt haben, sie wählen dann die FDP. Ansonsten hängt vieles aber natürlich auch vom Bundestrend ab, also da darf man sich auch nichts vormachen. Wir haben zum Beispiel seit einem halben Jahr steigende Mitgliedszahlen bei der FDP, auch hier bei uns in Kassel, also allein dieses Jahr 15% mehr Mitglieder. Das sind Mitglieder, die kommen halt aufgrund der Kampagnen in den sozialen Medien, was sie halt mitbekommen, wegen unserer beiden Galionsfiguren, Christian Lindner, Wolfgang Kubicki, die sehr gut ankommen bei unserer Klientel. Und ich möchte nicht sagen, dass das ein Selbstläufer ist, aber das ist halt schon viel, was darüber passiert, wie die Partei eben bundesweit wahrgenommen wird. Und ansonsten spielt es halt auch eine Rolle, wie authentisch ist man eben oder wie reagiert man. Ich sage jetzt mal, wenn der Wähler sich quasi meldet und an die Tür von alleine schon bereit ist, an die Tür zu klopfen. Wir hatten zur Kommunalwahl bei Facebook, da hatten wir eine Meldung zur Schulsanierung in Kassel. Und da hat dann einer kommentiert, labert nicht so viel rum, nehmt eine Kelle in die Hand und fangt an, die Schulen zu sanieren. Und da habe ich dann halt geantwortet, geht klar, machst du mit. So. Und das fand er, war begeistert von dieser Äußerung, das ging dann hin und her. Und zwei Monate später ist er dort Mitglied geworden. Also das geht halt auch dann. Ja. Und deswegen muss man, wie gesagt, authentisch und locker auch an die Sache rangehen. Und ich glaube, er fühlt sich bei uns bisher auch immer noch ganz wohl. Welche Schule habt ihr saniert? Ja, die SPD wollte ja nicht. Die SPD wollte nicht. Ich würde jetzt sagen, da wir das kommunale Investitionsprogramm im Rathaus ja mitgetragen haben, da ist ja Geld für Schulsanierung drin. Also insofern, wir hätten aber natürlich gerne mehr gehabt, aber ich könnte jetzt auch noch sagen, es ist ja leider an der SPD gescheitert. So, Herr Mattis, wie sieht es bei Ihnen aus? Was tun Sie, um an die Nichtwähler und diejenigen, die bisher abseits standen, heranzukommen? Sage ich gleich. Zwei, drei Worte zu Herrn Mijatovic. Erstens, ich habe überhaupt kein Problem damit, Sie als Kasselaner anzuerkennen, das bin ich auch, Sie sind es für mich auch. Das andere ist, wir haben ja auch Kugelschreiber und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange die halten, aber ich gehe auch davon aus, dass unsere Sympathisanten die immer aufbewahren werden, weil sie es so toll finden, dass es die AfD gibt. Und da bin ich bei Ihrer Frage. Wir tun was für die Steigerung der Wahlbeteiligung, indem wir da sind. Ich habe schon immer gesagt, ich bin ja nicht erst durch die AfD politisch interessiert geworden. Ich war auch schon in der CDU. Und ich höre mit Interesse, dass Herr Wetz sagt, kommen Sie in die CDU, da können Sie gestalten. Ich war in der CDU und habe gemerkt, dass ich ausgebremst worden bin. Ich sage Ihnen, gehen Sie in die AfD, das ist eine junge Partei, da können Sie wirklich was gestalten. Und das ist die beste Werbung für das hier in der. Was ich also schon lange vor meiner Zeit in der AfD gesagt habe, ist, es gibt eine Politikverdrossenheit in diesem Land und es gibt eine Politikerverdrossenheit. Und das ist der Punkt, wo ich persönlich versuche anzusetzen und wo ich auch glaube, dass die meisten meiner Parteikollegen und Freunde anzusetzen, nämlich, dass man authentisch ist. Das hat, glaube ich, der Herr ganz rechts neben mir vorhin auch gesagt. Also authentische Politik machen, und zwar für die Bürger. Und
die potenziellen Wähler. Und ich glaube, es ist das einzige und beste Rezept, um die Wähler zu gewinnen. Dann noch ein Satz, das muss ich noch kurz loswerden, Herr Mijatovic. Ich finde soziales Engagement total klasse. Aber ich finde, soziales Engagement sollte nicht spaltend wirken. Und ich sage Ihnen was, ich reg mich total auf, wenn ich höre, da gibt es ein Fußballturnier, das heißt Kick rechts weg. Meine Damen und Herren, ich würde mal gerne wissen, was Sie sagen würden, wenn die AfD, hören Sie mir kurz zu, bleiben Sie ganz ruhig, wenn die AfD ein Fußballturnier machen würde mit dem Titel Kick links weg. Richtig. Ja, ich würde auf diese Idee nicht kommen, weil für mich als Demokrat gilt, die Leitplanken setzt das Grundgesetz, links wie rechts. Und ich bin froh, dass es in unserem Land linke Politik gibt, die gehört dazu. Es gehört auch eine Politik der Mitte dazu, aber meine Damen und Herren, es gehört auch eine Politik rechts dazu. Was wir nicht wollen, ist Extremismus, in welcher Richtung auch immer. Gehört dazu. Und wenn Sie meinen, die Dame, die mich immer so aufgeregt anschaut, wenn Sie meinen, dass das nicht so ist, ich lade Sie ein, mit mir zu diskutieren. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir sagen würden, wo sich die AfD außerhalb unseres Grundgesetzes befindet. Ich bin ja total gespannt. Ich wollte es nur sagen, Kick rechts weg, machen Sie daraus Kick rechts extrem weg und ich komme mit und mache Schiedsrichter oder sonst was. Aber rechts weg. Also, ich wollte niemanden wegjagen. Lassen Sie mich einen Satz dazu sagen. Ich bin der Auffassung, keine Toleranz mit Intoleranzen, und das sollte ein Grundsatz sein. Wie mobilisieren wir Wählerinnen und Wähler zur Wahl zu gehen? Und zwar im persönlichen Gespräch. Und da muss man auch aufpassen, nicht nur im Internet kann man sich in Blasen bewegen, auch wenn ich nur Haustürwahlkämpfe da mache, wo das SPD-Potenzial hoch ist, dann habe ich wohl am 23. September die Auffassung, dass wir kurz vor der absoluten Mehrheit stehen. Das wäre dann meine Blase gewesen. Deswegen ist es für mich auch ganz wichtig, dahin zu gehen, wo auch nicht SPD-Wähler sind, auch mit denen zu reden. Weil am Ende des Tages, wenn ich diesen Wahlkreis gewinne, dafür kämpfe ich, dann bin ich der Vertreter für den ganzen Wahlkreis, für ganz Kassel in Berlin. Und ich möchte wissen, was auch in den anderen vorgeht, was die anderen Themen sind und die anderen, die mich nicht gewählt haben, was ihr Interesse ist, wo ihre Anliegen sind, wo ihre Probleme, Sorgen und Herausforderungen sind. Deswegen ist es ganz entscheidend für einen Abgeordneten, der vertritt in Berlin den Wahlkreis. Der direkt gewählte Abgeordnete vertritt den Wahlkreis als natürlich Angehöriger einer Partei, das ist gar keine Frage, aber ist eben auch verpflichtet, deswegen sollte er den Wahlkreis kennen. Und dafür ist es dann gut, nicht nur die eigene Hochschulung zu kennen, kennt er in der Regel sowieso, sondern auch dahin zu gehen, wo vielleicht nicht so viele SPDler sind. Ich glaube auch, ich will jetzt kein Kasseler Stadtteil nennen, dann gibt es Ärger, aber es gibt auch viele schöne Kasseler Stadtteile, wo das SPD-Potenzial ausbaufähig ist. Aber insofern wird es spannend, was Herr Dr. Wett gesagt hat, weil die CDU scheinbar was nur anders macht. Bisher gab es ja die asymmetrische Immunisierung, das war ja das, wie Frau Merkel die letzten Wahlen sozusagen entpolitisiert hat, im Schlaf, also ihre Wähler, unsere Wähler demobilisiert und ihre Wähler zur Urne gebracht. Ich glaube, das ist schön, dass diese Zeit vorbei ist, dass wir einen hochpolitisierten Raum haben, dass wir uns auch wirklich sachlich, und das wäre meine Bitte, inhaltlich, sachlich, fachlich streiten und einen Ideenstreit haben und sich nicht zu versuchen, das hatte ich bei Herrn Mattes manchmal das Gefühl, sich in so eine Opferrolle zu begeben, sondern sich um die Debatte und mit den Themen auseinanderzusetzen. Und wenn Sie das sehen, wenn wir uns wirklich um die Sache streiten und dann wirklich, wer die besseren Argumente hat und keine Mitleids- und Opferrollen-Diskussionen, dann glaube ich, wird das ein spannender Wahlkampf und das ist gut auseinandersetzen. Ja, Herr Felstenhausen, Sie haben das Wort. Ja, wir können ja am Ende noch mal wetten, wie hoch die Wahlbeteiligung bei dieser Bundestagswahl wird. Es zeichnet sich ja ab, dass hier etwas höher wird. Aber was wir als Partei überwiegend gemeinsam machen, ist, dass wir jeweils auf das Wählerpotenzial der anderen schielen und schauen irgendwie, wo kann man dem da eventuell noch etwas wegnehmen. Und dabei
glaube ich, verlieren wir ein bisschen aus dem Fokus, und das war ja auch der Kern der Frage, wie schaffen wir das eigentlich, die Menschen zu erreichen, die von diesem politischen System eigentlich gar nichts mehr erwarten. Die, wo, mit denen man spricht, mit denen man ins Gespräch kommt, weil man von mir aus an die Haustür geht und die sagt, es ist doch scheißegal, wen ich wähle, es ändert sich doch sowieso nichts mehr. Also, ob die Koalition jetzt so geschmiedet wird, dass wir wieder Angela Merkel als Bundeskanzlerin haben und dann eine SPD als Mehrheitsbeschaffer, oder ob tatsächlich der SPD-Kandidat sich diesmal durchsetzt und dann die CDU als Mehrheit, es ändert sich doch in der Politik faktisch nichts. Und da ist für mich die Frage tatsächlich, auf der einen Seite deutlich zu machen, Politik lebt nicht nur von Mehrheiten, sondern lebt auch davon, dass es eine ganz lebendige Opposition gibt, die entsprechenden Vorschläge macht. Und natürlich werden wir langfristig nur etwas verändern, wenn wir genau diese Menschen wieder dazu auch befähigen, ihre Stimme zu erheben. Mit dieser Methode im Übrigen hat Obama einen großen Teil seines ersten Wahlkampfes bestritten und er auch gewonnen. Also dieser Methode von Saul Alinsky, Community Organizing, wo es nämlich darum ging, tatsächlich in die Gebiete zu gehen, wo sonst keiner mehr hingegangen ist und zu fragen, wo drückt hier an dieser Stelle der Schuh, aber jetzt nicht nur bei der Frage und bei einer Stellvertreterpolitik zu belassen, sondern zusammen mit diesen Menschen an Ursachen was zu ändern. Ein Ansatz davon von uns Linken ist zum Beispiel, dass wir seit Jahren eine Sozialhilfe, eine Hartz-IV-Beratung machen bei uns im Büro zusammen mit einer Anwältin, die das kostenfrei macht. Und wenn man in der Schillerstraße vorbeifährt, der wird sehen, irgendwie die Stühle reichen nie aus. Keinen Tag, wo wir das anbieten, reichen die Stühle aus. Aber da muss es mehr darum gehen, zu beraten, sondern tatsächlich diese Menschen dann auch zu befähigen, selber was für sich und auch für ihre Nachbarinnen und Nachbarn, die in der gleichen Situation sind, zu verändern. Ich glaube, das muss uns gemeinsam gelingen, da ein Stück Glaubwürdigkeit von Politik wiederherzustellen. Und nicht nur, dass wir hier auf dem Podium sitzen und uns gegenseitig das eine oder andere an den Kopf werfen, das ist genau das, was diese Menschen nicht brauchen. Und insofern, glaube ich, müssen wir da schauen, wie wir dieses Ungleichverhältnis, was es faktisch wirklich gibt, die Stimme eines Menschen mit einem hohen Bildungsabschluss hat in Deutschland mehr Stimmwert. Nicht deshalb, weil er nicht mehr Stimmen hat, aber die gehen einfach überproportional oft zur Wahl und die sich abgehängt fühlen, gehen überproportional wenig zur Wahl. Und ich glaube, das ist sehr, sehr schädlich für unsere Demokratie, weil wir auch genau auf die schauen müssen. Aber ich möchte noch einen Satz sagen, um mich von dem Kuschelkurs ein bisschen zu befreien. Das wird mir ein bisschen unheimlich mit der Mathis hier. Simon Kremlitz hat den Begriff frei genutzt, den ich mir auch aufgeschrieben habe, Opferrolle. Also wenn ich bisher was gehört habe, dann ist es die Opferrolle. Und dann sind es Verschwörungstheorien. Da wird dann gesprochen von dem Umbau der Gesellschaft. Die NPD nennt das Umvolkung. Das steht in Wirklichkeit dahinter. Und da muss ich einfach sagen, das von einem Kandidaten zu hören, der überhaupt keine Probleme hat, gemeinsam mit Pegida, dem Ableger der Pegida, hier in Kassel auf der Bühne zu stehen und rechteste Parolen zumindest anzuhören, ohne sie zu kommentieren. Das finde ich hat er jetzt geschafft. Und ich möchte noch eins sagen zum Thema Opferrolle. Sein Büro ist angesprochen worden. Ein Wort zum Thema Opferrolle. Ich kann Ihnen auch sagen, wie oft das Büro der CDU, der SPD, der Grünen und der Linken angegriffen worden ist. Wir haben im letzten Jahr über 600 Angriffe auf Wohnungen und Unterkünfte von Geflüchteten gehabt in Deutschland. Das ist inzwischen eine Zahl, die in den Medien kaum noch kommuniziert wird, weil es sich allmählich und schleichend zur Gewohnheit entwickelt hat. Und da ist die Frage tatsächlich, tun wir uns damit gut, uns dann hier ein Opfermäntelchen umzuhängen an der Stelle, oder sollten wir dort nicht, und das würde ich vor allem von der AfD erwarten, sehr klar Position beziehen. Danke. Wir machen jetzt keine Debatte AfD gegen den Weißen Rebellen. Nein, Sie können ihn nicht versammeln. Das ist ein Angriff, versammeln Sie nicht. Das kommt zur Seite. Das ist ja wirklich so fair.
okay, das gehört ein bisschen dazu, das ist alles okay. Ist gar nicht okay. Komm, nein, das war eigentlich. Mensch, halt uns knapp, du hast aber auch noch nichts gelernt. Also, ja, eine Meinungsfreiheit, aber nicht mit Lügen. Ich denke, das ist sehr deutlich geworden. Wahlkampf ist Leidenschaft, Wahlkampf hat das mit Sachlichkeit zu tun, es hat beides seinen Platz und so war das hier vorne auch gewesen und das ist okay. Und wir kommen jetzt in die letzte Runde, nachdem wir uns das schwere Geschäft der Hausbesuche, der digitalen Kommunikation und all dieser Dinge angehört haben, die Wahlkämpfer auf sich nehmen müssen, um die Interessen ihrer Partei und ihres Anliegens öffentlich zu machen. Und jetzt kommt es zu dem Punkt, der Sie besonders interessieren sollte, nämlich, was hat Kassel mit der Bundestagswahl zu tun, was sind die Themen, die wir hier in Kassel haben, die in Berlin auch untergebracht werden müssen. Weil es sind ja Wahlkreiskandidaten, die hier ihren Sitz haben und die Brücke zum Zentralstaat aufbauen und die das Anliegen natürlich auch ihres Wahlkreises doch unterbringen müssen. Deshalb ist meine Frage jetzt, was sind die drei wichtigsten Themen, die Sie sehen, die in Berlin untergebracht werden müssten, für die Sie gerade stehen, für die Sie kämpfen wollen und was wäre Ihr ganz zentrales Projekt? Der Hintergrund ist, wenn man sich mal umschaut, was haben Kasseler Politiker in der Vergangenheit bewirkt, da kann man ganz große Dinge erwähnen. Wenn man zum Beispiel Hans Eichel nimmt, der hat unter anderem den ICE-Bahnhof nach Kassel geholt, was ja für diese Stadt ein wirklicher Segen ist. Und so könnte man ja jetzt auch mal fragen, was ist neben den drei Projekten, die wichtig für Kassel sind, das Projekt, wo Sie persönlich eine Note setzen möchten, um die Verbindung zwischen Kassel und Berlin deutlich zu machen. Sie haben das Wort. Das setzt immer voraus, dass ich dann auch wirklich im Oktober nach Berlin gehen muss. Also gehen wir von aus. Soll ich da noch einen besonderen Moment irgendwie Zurückhaltung ansetzen. Und nicht nur Hans Eichel hat was für die Stadt getan, auch andere Abgeordnete, die nicht in der ersten Reihe stehen, haben einiges gemacht. Mir fällt das Archiv der Deutschen Frauenbewegung ein, das sich in der Gottschalkstraße befindet. Und Uli Gottschalk von der SPD und Nicole Meisch von den Grünen haben sich da eingesetzt. Übrigens auch damals interfraktionell Mechthild Dickmann von der FDP, die möchte ich da nicht unterschlagen. Also von daher gibt es durchaus lokale Interessen, die in Berlin interfraktionell sozusagen besprochen werden, die angeschaut werden. Wenn wir in die politische Landschaft reinschauen, würde ich drei Themen für die Stadt sehen, die ich auf jeden Fall auf der Agenda sehen würde. Ich sage es mal so, ob ich die dann hinterher fachpolitisch bearbeite, das klammere ich, wie gesagt, für den Augenblick aus. Das erste habe ich eingangs genannt, das ist die Frage der Integration, das ist auch die Frage der Bildungschancen, das ist das Überwinden von Vorurteilen, dass wir nämlich Wissen aufbauen und dann Kulturen auch kennenlernen. Interkulturelle Kommunikation habe ich am Anfang genannt. Innere Sicherheit ist ein Thema, das wir in diesem Wahlkampf sicher noch sehr stark diskutieren werden, das eine große Rolle spielen wird von Berlin aus, aber auch von Wiesbaden. Das zweite, und das ist jetzt ein bisschen weiterer Sprung, ist die Frage der medizinischen Versorgung. Das ist ein bisschen, also ich habe mich da tatsächlich reingelesen und mit beschäftigt, das ist ein hochkomplexes Feld, was die Krankenhaussituation angeht, was das Pflegepersonal angeht, was auch sozusagen das Anwerben angeht, die Hausärztesituation angeht. Wenn Sie hier im vorderen Westen sind und wissen, in 6 Monaten macht ein Hausarzt seine Praxis zu und findet keinen Nachfolger, dann können Sie sich ungefähr vorstellen, wo wir in 3, 4 Jahren oder auch 5 Jahren stehen, was die Versorgung mit Allgemeinmedizin in der Fläche angeht. Das ist nämlich nicht nur ein Problem, was der Landkreis oder auch der ländliche Raum hat, sondern auch was mittelgroße Ballungsräume betrifft. Und das Dritte, was ich mir eben überlegt hatte, war tatsächlich die Frage der sozialen Spaltung. Also ich habe eben das mit dem Wahlkampf vielleicht ein bisschen schlecht rübergebracht, aber ich finde eine Stigmatisierung, auch wenn die Studien oder auch die Belege sozusagen deutlich sind, dass in den sozial schwachen Stadtteilen weniger gewählt wird. Übrigens bei der Kommunalwahl, wo es am meisten die Leute interessiert, gehen auch am Rasselsberg nicht mal die Hälfte der Leute wählen. Also verstehen Sie, das ist eine schwierigere Diskussion. Ich würde gerne sozusagen eine Augenhöhe herstellen, in dieser sozialen Form auch diese Spaltung aufzuhalten und da die Leute mitzunehmen. Also gerade im Bereich der U3-Plätze, der Familienförderung, all diese Dinge, die wir in den letzten 10 Jahren hier in der Stadt mühsam aufgebaut haben, auch in schwierigen Finanzzeiten aufgebaut haben, dass wir Kita-Plätze haben, gut betreut den ganzen Tag, ist eigentlich eine wichtige Form, auch Gleichstellung praktikabel zu machen, praktisch zu fördern. Das würde ich auch von Bundesseite aus stark im Vordergrund sehen.
wir in der CDU sehen jetzt ja, dass der Mensch als Eigenverantwortlichkeit hat für sein Tun und Handeln und auch dafür, wie es ihm geht. Ja, denn wenn die Wirtschaft gut läuft, wir den Rahmen also setzen, haben alle Chancen, sich in diesem System so zu entwickeln, dass es ihnen gut geht. Und ich denke, das kann man sehr gut sehen, wenn man aus den Zeiten der Massenarbeitslosigkeit, die wir hatten, kommt und schaut, was jetzt an Arbeitsplätzen da ist, zeigt sich ganz deutlich, und das wird jeder, der mal nachdenkt, wird das bestätigen müssen, dass wir dann durch mehr Arbeitsplätze Gelegenheit haben, den Wohlstand zu mehren und Wohlstand für alle zu schaffen. Das ist Politik der CDU, das ist kein Geschwätz, sondern das ist ganz klar Politik für die Wirtschaft, Politik für kleine und mittelständige Unternehmen, die diese Wirtschaft und dieses Land tragen. Man muss da keine linken Utopien anhaben, sondern man muss einfach mal schauen, was ist praktisch los in Deutschland. Das Handwerk zum Beispiel und die kleinen und mittelständigen Unternehmen sind eine Säule, die wir in Europa sonst so in keinem anderen Land haben. Und die gilt es zu stärken, denn die schützen uns davor, dass bei dem nächsten Abschwung alles gleich zusammenbricht, sondern da haben wir Reserven, die halten und die halten auch in der Wirtschaft dann auch mal eine Linie und das funktioniert. Und deswegen sage ich, ich setze mich ganz klar für kleine und mittelständige Unternehmen ein, da komme ich her und dafür werde ich mich einsetzen, dabei bleibe ich. Dabei sind mir aber auch die sozial Schwachen natürlich nicht egal, ganz und gar nicht. Ja, wenn zum Beispiel gesagt wird, wir haben uns in Berlin darauf geeinigt, parteiübergreifend, dass wir uns für die Barrierefreiheit einsetzen. Super Sache. Dann wird aber hier von Rot-Grün in Kassel, wenn es darum geht, dann die Behinderten aus der KVG auszusperren, wird nichts getan. Da wird gesagt, wir brauchen Gutachten und sonst was. Das widerspricht dem, was eigentlich der Geist der Sache ist. Sofort hätte man eingreifen müssen. Und gleiches gilt zum Beispiel, wenn es darum geht, angeblich gibt es ja keine Verbindung von der Bundesebene auf die kommunale Ebene. Das stimmt doch gar nicht. Wir haben so viele Bundesmittel hier nach Kassel geschafft und haben dafür Programme aufgelegt, zuletzt eben ein Programm, in dem wir auch Schulen hätten sanieren können. Was macht Rot-Grün? Die Grünen hängen mit dran. Die SPD wollte es so. Sie saniert eben keine Berufsschulen, die es wirklich gebraucht hätten, sondern sie saniert das Kasseler Rathaus. Ja, viel Spaß dabei, sage ich nur. Ich hätte es lieber den Kindern gegeben. Dafür werde ich mich einsetzen, dass das Geld bei denen ankommt, wo es eben auch gebraucht wird. Das ist meine Vision. Danke. Ja, mein Themenschwerpunkt ist halt hier die Infrastrukturpolitik, weil für mich ist Infrastruktur die Grundvoraussetzung für wirtschaftliches Wachstum und Wohlstand einer Region und Verkehrswege zu Lande, zu Wasser und in der Luft sind wie die Lebensadern einer Gesellschaft. Das gilt besonders für eine Stadt wie Kassel mit ihrem natürlichen Standortvorteil hier im Herzen von Deutschland. Und da gibt es 2-3 konkrete Projekte, die wirklich auch mit Bundesebene zu tun haben. Das wäre zum einen die neue Flughafen. Nein, Flughafen haben wir ja schon. Der entwickelt sich auch, aber natürlich wird der auch unterstützt. Das sind die Projekte, die zügige Fertigstellung der Autobahn A44, A49, dass diese Neverending Story endlich fertiggestellt wird. Dann würde ich mich konkret für eine sogenannte Nordspange einsetzen, idealerweise eine Verbindung von der A7 bis zur A44 nördlich an Kassel vorbei, denn damit sich der nördliche Landkreis auch entwickeln kann, und damit auch die Stadt Kassel endlich mal vom Verkehr entlastet wird, denn viele, die durch Kassel fahren, die müssten gar nicht da durchfahren. Wer nördlich von Kassel wohnt und in Baunatal zum Beispiel arbeitet oder im Industriepark Waldau, die müssen alle über die Holländische Straße fahren, immer Stop and Go, morgens und nachmittags. Und da wäre eine Nordspange wirklich eine Entlastung, die würde den Bürgern dienen, weniger Staus und auch weniger Umweltbelastung. Ein weiterer Punkt ist dann die Mitte-Deutschland-Verbindung bei der Deutschen Bahn. Das ist auch eine Katastrophe, wenn man von Düsseldorf über Kassel nach Leipzig fahren will. Das ist, da kommt man sich in Kassel vor wie letzter Nabel der Welt, völlig abgeschlossen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann natürlich auch die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, was es da an Bundesmitteln gibt. Denn ich bin, auch wenn man das bei der FDP vielleicht nicht vermuten mag, bin ich ein Freund eines attraktiven und bezahlbaren ÖPNVs. Und was dort auf Bundesebene getan werden kann, dafür würde ich mich einsetzen. Und als letztes noch die Fulda in Kassel, Kassel als Stadt am Fluss. Wichtig wäre mir, dass man da vielleicht auch mal schaut, was man entwickeln kann, künftig mit Schwerlasttransporten, was man über die Fulda abwickeln kann und wie man da die Verbindung Richtung Norden weiter ausbauen oder erweitern könnte. Aber das nur als letzter Randpunkt. Die anderen, wie gesagt, könnten die Priorität. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Infrastruktur- und Mobilitätskonzept, das Sie da vorgelegt haben. Jetzt kommt Herr Mattis und darf seine Vorschläge vorstellen. Ja, ich habe schon sehr viel Vernünftiges gehört. Herr Nölke, Nordspange finde ich klasse.
Mijatovic, was medizinisch abläuft, geht gar nicht. Wenn man monatelang auf einen Arzttermin warten muss, dann läuft das dramatisch falsch in diesem Land. Wenn 16.000 hier ausgebildete Ärzte ihr Geld mittlerweile in England, in Skandinavien und in der Schweiz verdienen, dann haben wir in Deutschland auch was falsch gemacht. Genau. Das sind wunderbare Vorschläge. Genau. Aber ich danke Ihnen, dass Sie mir natürlich ein Thema übrig gelassen haben, das mir als jemanden, der in der Partei ist, ihm wirkt mit Mut zur Wahrheit natürlich auch zusteht. Meine Damen und Herren, das ist die innere Sicherheit. Genau, hundertprozentig. Wenn ich das Vergnügen habe, Deutschland, in Berlin zu vertreten, dann würde ich natürlich versuchen, dieses Thema innere Sicherheit, das uns hier in der Stadt bewegt, auf die nächste Ebene zu heben, auch wenn man natürlich sagt, es ist denknotwendigerweise schon angekommen. Aber was war denn in 2015 und 2016? Da wurde so getan, als könnte man auf der unteren Ebene nichts dagegen machen. Meine Damen und Herren, wir haben aufgenommen und ich höre nur, wir wollen integrieren und wir müssen integrieren und. Meine Damen und Herren, wenn wir da keine ehrliche Diskussion führen, wie wir mit der Attraktivität Europas umgehen. Europa ist natürlich attraktiv und ich sage hier jedem, der es noch nicht gehört hat, ich habe Verständnis für jeden Menschen aus Afrika, der sagt, ich versuche nach Deutschland zu kommen oder nach Europa. Es ist doch ganz natürlich und liegt in der Natur des Menschen, dass er seine Lebensbedingungen verbessern will. Und die Lebensbedingungen in Afrika sind nun mal nicht so, dass es einem von uns dort gefallen würde. Ja, klar. Eine Brücke zwischen Kassel und Berlin. Ja, natürlich. Ich mache jetzt die Brücke zwischen Kassel und Berlin. Das ist nämlich das ist die Sache mit der Sicherheit. Schauen Sie sich doch, das Problem ist an allen Ecken und Enden eine steigende Kriminalität. Letztes Jahr, als das gesagt wurde, hat man gesagt, jeder, der es erzählt, ist ein Ausländerfeind. Mittlerweile hat der Messier die Kriminalitätsstatistik veröffentlicht und muss zugeben, dass die Steigerung um über 50% stattfindet, meine Damen und Herren. Nochmal. Es geht um Kassel. Ja, natürlich geht es um Kassel. So, das wäre ein Punkt, aber ich denke, Sie verstehen mich. Nein, können wir weitermachen. Andere Themen, aber wie gesagt, da haben wir die Kollegen schon viel weggenommen. Vielleicht können wir noch über andere spannende Themen reden. Das innere Sicherheit ist meines Erachtens ein zentraler Punkt, weil ohne Sicherheit ist Freiheit nichts. Richtig. Freiheit ohne Sicherheit gibt es nicht. Und das hat Ihre Meinung. Das andere ist, ich würde mich für die Ideen von Ludwig Erhard sozialer Marktwirtschaft einsetzen. Herr Dr. Wett hat natürlich recht. Die Eigenverantwortung der Menschen ist das Beste, was wir fordern können. Und das müssen wir tun. Und da ist in den letzten Jahren vieles in die falsche Richtung gelaufen. Ich bin da nicht der Meinung von Herrn Wecht, dass die Arbeitsplätze, die wir haben, das Tollste wären, weil ich sehe in der Tat eine Verarmung weiterer Bevölkerungsschichten und das ist auch ein ganz großes Problem. Ich sehe eben auch das Problem Nullzinspolitik, die Ihnen alle Ihr Sparvermögen auffrisst und Ihre Altersvorsorge. Das sind natürlich alles keine Kasseler Themen, da stimme ich Ihnen zu. Nur es ist wichtig, dass da der Einfluss aus der Region im Interesse der Bürger, die dort leben, nach Berlin transportiert wird. Also der Abgeordnete ist, das wurde ja auch schon gesagt, der Transmissionsriemen zwischen der Region, zwischen dem Wahlkreis und Berlin. Aber Herr Mann, ich will jetzt auch niemandem widersprechen. Es geht jetzt nur um konkrete Probleme, die vor Ort sind, wo besondere Lösungen notwendig sind. Das war meine Frage. Wie gesagt, meine Kollegen, und dann fahren wir weiter mit Herrn Verlust. Ja, zunächst wollte ich noch ganz kurz auf Herrn Dr. Wett eingehen. Sie sprachen von sozial schwachen Menschen. Ich finde, es gibt keine sozial schwachen Menschen. Es gibt nur Menschen, die finanziell weniger Möglichkeiten haben. Aber die sind aus meiner Sicht sozial genauso integriert. Ich finde diesen Begriff sehr schwierig. So, Herr Mattes, Sie wollten über innere Sicherheit reden. Herr Mattes, dann hören Sie auch zu. Ich habe mir mal die polizeiliche Kriminalstatistik 2016 hier für Kassel den Landkreis mitgebracht, weil ich mir ja schon sowas gedacht habe. Von 2016. Dann mache ich mal die Fakten. Geringste Fallzahlen und höchste Aufklärungsquote in den letzten 10 Jahren. Vor 10 Jahren gab es in Nordhessen rund 10.000 Delikte mehr. Und auch in der Stadt Kassel sind es 1.500 Straftaten weniger als im Vorjahr. Es ist also deutlich gesunken. Im Landkreis gab es einen leichten Anstieg der Fallzahlen, aber eine höhere Aufklärungsquote vorhanden. Das als Beispiel. Also wenn Sie sich bitte mit dem Thema innere Sicherheit beschäftigen und dann sagen, die Kassler-Themen mitnehmen, gucken Sie sich mal die Kriminalstatistiken an, weil die spricht hier auf Nordhessen eine andere Sprache. Können Sie runterladen, weil die Polizeiliche Nordhessen die offiziellen Zahlen von 2016. Also deswegen einfach nur, es gibt Unterschied zwischen in der Tat einer gefühlten
immer noch Sicherheit und objektiv messbaren Zahlen. Ich finde, dass man das ernst nehmen muss, auch die Unsicherheitsgefühle, die in der Bevölkerung da sind. Das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber wir müssen doch wirklich auch dort dann die Fakten zur Kenntnis nehmen und eine faktenbasierte Diskussion wäre aus meiner Sicht hilfreich. So, jetzt zu meinen drei Themen. Zum einen halte ich eines der zentral wichtigsten Themen ist bezahlbarer Wohnraum. Bezahlbarer Wohnraum ist eine der Hauptprobleme in der Stadt. Das hat auch damit was zu tun. Und das ist das zweite Thema, was ich mitnehmen will, dass wir auch hier dafür sorgen, auch Kindergartenplätze genügend zur Verfügung zu stellen. Und da hat Martin Schulz, unser Kanzlerkandidat, ja auch gesagt, dass kostenfreie Kitas unser Ziel sind. Wir möchten hier zu guten bezahlten Erzieherinnen auch die Kitas ausbauen hier in Kassel in der Region. Ganz wichtig. Dann, aus meiner Sicht, und das ist eines meiner wichtigsten Themen, die ich als Fachpolitiker in Wiesbaden ja schon bearbeitet habe, ist die Energiewende. Ich finde, dass wir die Energiewende vorantreiben müssen. Ich weiß ja, die AfD will wieder zurück zur Atomkraft. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Wir können von den dezentralen erneuerbaren Energien hier in der Wertschöpfung generieren. Und das klappt mit städtischen Werken, mit den Bürgerenergiegenossenschaften hervorragend. Und das will ich weiter forcieren. Und ein letztes, ganz wichtiges Thema ist die Energiewende kostet uns eine Kugel Eis, hat der nicht Herr. Jeden Satz kommentieren, gesagt, bitte. Ich will nur mal deutlich sagen, das ist der Kugel Eis. Nummer ein Argument. Ich will mal darauf antworten. Ich werbe sehr dafür, dass wir endlich mal Äpfel mit Äpfeln vergleichen und nicht Äpfel mit Birnen. Wenn wir die Folgekosten von Kohle und von Atom in den Strompreis einpreisen würden, dann wäre das deutlich teurer als alles das, was wir jetzt hier sehen. Das sind nur die Steuern bezahlt, das zahlen wir mit, wir merken es nur nicht. Und deswegen sage ich, wenn wir eine faire Energiedebatte führen, dann müssen wir endlich mal einen ordentlichen Vergleich ziehen. Letzter Punkt für mich, ganz wichtig auch in Berlin, ich will eine starke Stimme für die Kulturpolitik sein. Und nicht nur für die Hochkultur. Wir haben hier in Kassel ein Zeit, ja, da brauchen Sie nicht ursagen. Kultur ist ein wichtiger Integrationsriemen, ein wichtiger Punkt auch einer Stadt, die eine Stadt ausmacht, die Attraktivität einer Stadt ausmacht. Es ist nicht nur die Hochkultur, es ist nicht nur die Documenta. Und das Weltkulturerbe ist auch die Subkultur, es ist auch die freie Kulturszene, die es hier in Kassel gibt, die Soziokultur, die hier wirklich Stadtteile erst spannend macht, Stadtteile erst interessant macht. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, auch in Kassel noch etwas weiter vorantreiben müssen. Danke. Da hörte ich Probleme und da hörte ich gleichzeitig aber auch Lösungsansätze. Das finde ich interessant. Das ist nicht bei jedem so. Ja, die Frage ist an mich gegangen, konkret für Kassel, was kann man tun? Bei einer Sache, da liegen die SPD und die Linken, glaube ich, tatsächlich relativ dicht zusammen, nämlich, gerade auch schon gesagt, die Stärkung des Wissensclusters Energie und Mobilität. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Der Spruch, wenn bei VW irgendwie Husten ist, dann bekommt die Region eine Grippe, ist richtig. Und wenn wir beobachten, was dort im Moment passiert und wie festgehalten wird noch an fossilen Brennstoffen, während gleichzeitig in anderen Ländern dieser Welt wir links und rechts im Bereich Mobilität und E-Mobilität überholt werden, wir aber in Kassel oder in Baunatal immer noch Getriebe bauen, die es in keinem Auto mehr geben wird in 10 Jahren, dann müssen wir tatsächlich nachdenken, wie wir dort umsteuern können und was für Impulse tatsächlich gesetzt werden können, auch über die Bundespolitik für Kassel und für die Region, damit wir zu einer anderen Produktion in diesem Bereich kommen. Wir haben dort viele bundesweite echte Leuchttürme im Bereich Forschung und Entwicklung, auch in der Planung, im Betrieb, Aus- und Fortbildung. Und ich glaube, das ist ein Fund, mit dem wir wuchern müssen und was wir tatsächlich voranbringen müssen, weil es gibt nach meiner Meinung nach überhaupt keine Alternative dazu, dass wir in der Energiepolitik umsteuern. Wir wissen genau, was in 50 Jahren passiert. Und wahrscheinlich können wir es noch nicht mal mehr verhindern, wir können es vielleicht noch abmildern. Ja, vielleicht reichen unsere Vorstellungskräfte gar nicht so weit, was passiert, wenn Polkappen schmelzen. Jetzt kann man sagen, das ist die Erfindung der Chinesen, hat ein bekannter Politiker ja gesagt. Nur alle ernstzunehmenden Wissenschaftler sagen, das wird unsere Zukunftsaufgabe schlechthin werden. Und wenn wir zum Thema Flüchtlinge vorhin gesprochen haben, ja, was passiert denn, wenn in Bangladesch das Nildelta geflutet wird und wenn in der Sahelzone die Dürreperioden so lang sind, wohin gehen denn die Menschen, weil sie nicht verrecken wollen? Kommen wir so. Ja, sie kommen eventuell auch so. Genau, das ist eine Frage, die wir an der Stelle stellen müssen. Da müssen wir aufhören,
dann müssen wir aufhören. Und das hat was mit dem zu tun, was man auch aus Kassel tun kann, was man da wo seinen Beitrag leisten kann, in diesem Bereich tatsächlich neue Konzepte zu entwickeln. Das ist tatsächlich präventiv im Bereich von Flüchtlingspolitik, wenn wir das mal angehen würden. Der zweite Bereich, originär links, wird jetzt gesagt, und das stimmt auch, wir setzen uns ein, dafür will ich mich einsetzen, wenn ich denn nach Berlin gehe, für eine konsequente Konversionspolitik, das heißt Ausstieg aus der Rüstungsproduktion und vor allen Dingen dabei für die Beschäftigten, die es heute noch gibt in den Unternehmen, Krausmacher, Wegmeier und andere, Alternativen zu schaffen in der Nutzung ihrer Fähigkeiten, die sie unbestritten haben. Aber es muss nicht für Rüstung sein. Wir haben es für Kassel geschafft, aus dem Bereich der Bundeswehr auszusteigen. Und es hat der Stadt nicht schlecht getan, muss ich sagen. Und ich glaube, das können wir in dem Bereich auch machen. Wir müssen uns nämlich entfernen von der Logik immer dieser militärischen Interventionen. Und das ist die Lösung. Wir wissen ganz genau, Krieg kann keinen Terror schlagen. Und kein Krieg beendet Fluchtursachen. Und daran können wir, dazu können wir beitragen. Konkret noch zwei Punkte. Die Entwicklung des Raums Kassel liegt mir am Herzen. Wenn ich Raum Kassel sage, dann meine ich eben nicht die Frage, wie geht es diesem Stadtteil oder jedem Stadtteil, sondern auch ich komme ja aus dem Landkreis, ich habe Ihnen das vorhin verheimlicht bei der Vorstellung, ich komme aus Kaufungen. Der Landkreis ist natürlich noch eine ganze Ecke größer. Der geht da oben bis nach Trendelburg, glaube ich. Bad Karlshagen, es geht also noch weiter. Ja. Und was wir schaffen müssen, ist, dass diese Region zusammenwächst. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen über Mobilität, weil die Autofahrer, die sich von Bad Karlshafen, von Hof Geismar mit dem Auto aufmachen hier, die suchen nachher hier ihre Parkplätze. Das heißt, dort müssen wir ansetzen und gucken, wie funktioniert eigentlich Mobilität und ÖPNV. Wir müssen gucken, wie ist die Infrastruktur. Der Bereich Ärzte ist angesprochen worden im Gesundheitsbereich. Wenn der letzte Laden zugemacht hat und der letzte Arzt den Ort verlassen hat und die Apotheke, dann werden die Leute dort nicht mehr wohnen wollen. Ich würde dann da auch nicht mehr wohnen wollen. Das heißt, das sind tatsächliche Zukunftsaufgaben, denen wir uns an der Stelle zu stellen haben. Wie kann eine Vernetzung passieren? Und last not least, der letzte Punkt, soziale Stadt, einige schon zu gesagt. Also die Fragen zu beantworten, ja, was können wir konkret tun, damit meine Rente morgen noch reicht, dass ich morgen noch einen Arzt finde oder dass ich einen Job habe, von dem ich tatsächlich auch leben kann am Ende des Tages. Es geht nicht nur um die Frage von Quantität von Jobs, sondern inzwischen gibt es über 1 Million Menschen, die in Leiharbeitsverhältnissen arbeiten, in Zeitarbeitsverhältnissen, so heißt es in Wirklichkeit. Menschen, die morgen nicht wissen, ob sie dort noch arbeiten, ob sie etwas verdienen oder nicht. Nicht jeder Job ist gut, das will ich mal ganz deutlich sagen. Wir müssen uns für eine anständige Beschäftigung einsetzen, für Löhne, von denen die Leute auch leben, die Menschen leben können. Und deshalb will ich mich natürlich ganz klar auch einsetzen für eine Anhebung des Mindestlohns. Weil das sind genau die Punkte. Und damit will ich enden. Wenn wir von Verunsicherung reden, dann ist es nicht die Frage in erster Linie meiner Meinung nach von innerer Sicherheit, sondern die Menschen verunsichert, dass sie nicht wissen, was morgen auf sie zukommt und wie sie morgen leben können. Darauf, wir diskutieren doch gleich. Halleluja! Dafür müssen wir Antworten geben. Und wenn wir diese Antworten nicht geben können und nicht nachvollziehbar, dann haben wir rechte Rattenfänger genau in dem Becken fischen. Felsterhausen, Sie haben die Temperatur im Raum etwas nach oben geschraubt. Das ist, glaube ich, für eine Wahlkampfveranstaltung ganz gut. Da wir aber hier keine originäre Wahlkampfveranstaltung sind, sondern der Versuch einer Präsentation wesentlicher Ideen der Kandidaten und das Ganze in einer Bürgerversammlung stattfindet, ist natürlich klar, Sie haben auch die Möglichkeit, hier zu Wort zu kommen. Also, Sie haben lange ausgeharrt, Sie haben hier eine gewisse Toleranz und Beharrlichkeit bewiesen. Das wollen wir jetzt zurückgeben. Und ganz da hinten ist die erste Stimme. Ja? Ja, genau. Wen hast du angenommen? Wer ist ganz da hinten? Ja, ich bin hergekommen, um ein bisschen Hilfe zu bekommen, was ich ankreuzen soll bei der Bundestagswahl. Und ich muss sagen, ich bin nicht enttäuscht worden, ich fand es eine sehr, sehr gute Veranstaltung. Ich habe jetzt doch noch eine Frage. Ich habe mein Leben lang bei den Wahlen immer zu kämpfen gehabt zwischen zwei Seelen, einer Fundi-Seele und einer Realo-Seele. Fundi, da würde ich mal sagen,
Armutsbericht und die Frage der nicht enden wollenden Kriege in der Welt. Da ist meine Fundiseele auf der einen Seite. Hat es Sinn, eine Partei zu wählen, frage ich den Politiker, von dem man genau weiß, dass er wieder Opposition sein wird. Weil die anderen sagen, Nordrhein-Westfalen gerade, mit denen können wir nicht koalieren. Bei dem, was die da alle sagen und wollen, ich will nicht weiter eingehen, Sie kennen die Diskussion. Hat es Sinn, kann es einen Sinn haben, eine Partei zu wählen, von der die anderen sagen, mit denen koalieren wir nicht? Das ist eine dauernde Opposition. Hat es trotzdem Sinn, Herr Schröder? Ja. Los geht uns. Ja. Vielleicht können wir auch die Kandidaten dazu. Wir machen das jetzt so, dass wir erstmal 3-4 Fragen sammeln und dann schauen wir, wer der beste Antworter in unserer Runde ist. Wir haben da hinten Herrn Häusler. Kurze Frage: Wie kann Europa stark gemacht werden, um Steuerflucht zu bekämpfen und Konkurrenzfähigkeit herzustellen in den nächsten Dekaden gegenüber China, Indien und Nordamerika? Das war eine sehr kurze und prägnante Frage. Dafür kommt jetzt gleich der Hermann. Ich möchte anschließen, welche Partei kann man wählen? Alle oder gar keine? Ja, genau, das ist die Antwort. Ne? Mir gefällt das, mir gefällt die Antwort, mir gefällt das Gesetz. Das stimmt doch irgendwas in unserem System nicht. Ja? Ich kann doch nicht mehr heute schwarz, rot, gelb, grün oder sonst eine Farbe wählen mit dem dahinterstehenden Programm. Ich verlange doch von Politikern, dass sie Sachentscheidungen treffen. Und zwar unabhängig von ihrem Couleur. Also, welche Partei kann ich wählen? Niemanden. Ja, tut mir leid, niemanden. Das ist einfach eine Strukturfrage. Da stimmt auch das Parteiengesetz gar nicht mehr. Wir müssen das ändern. Und dann möchte ich noch darauf hinweisen. Aber jetzt ein ernsthafter Beitrag ist das? Ja. Gut, kann man das lösen? Hat einer bitte der Herren eine Antwort auf solch eine strukturelle Frage, mit der ich auch meine Entscheidung vielleicht revidieren kann, zur Wahl zu gehen, aber durchzustreichen? Sagen Sie mir eine Antwort. Geben Sie mir eine Antwort. Also Ihre Frage ist, dass Parteien sehr unterschiedliche Positionen vertreten und Sie in jeder Partei irgendwas finden, was Ihnen behagt und Sie angesichts dessen ja nicht 5 Parteien wählen können und die eine gibt es nicht, die Ihr ganzes Spektrum abdeckt. Ja. Ich möchte eine Sachentscheidung haben, aber nicht eine Entscheidung, die beeinflusst ist von... Das ist verstanden. Das war jetzt so klar gewesen, da können wir noch eine Frage dazu nehmen. Ganz da hinten ist nochmal eine. Ja. Jetzt bin ich dran. Hier oder schon? Da hinten. Ich wollte es nochmal ergänzen und zwar zum Thema Parteienkultur. Also ich persönlich bin auch der Meinung, wir brauchen gar keine neuen Parteien, sondern wir brauchen vielleicht eine neue Parteienkultur. Es ist ja ein Phänomen, dass man das Gefühl hat, wenn jemand in einer Partei ist, der kann offensichtlich gar nicht klar denken. Und wer in keiner Partei ist, auf einmal Jesus. Das kann es irgendwie nicht sein. Und das will ich konkretisieren auf Herrn Gremmels, wenn ich das mal so sagen darf. Sie waren ja nun lange Landtagsabgeordneter und warum haben Sie jetzt nicht, also sind wir mal genug und machen was Anständiges? Nein, Entschuldigung, meinen Sie nicht. Aber warum meinen Sie denn jetzt auf einmal nicht jemand anderem das zu gönnen, sondern Sie müssen dann auch noch nach Berlin? Das ist so eine Art von Parteienpolitik und Denken, wo ich meine, das darf wirklich nicht sein. So, jetzt haben wir 4 Fragen. Wir starten mit der Fundi-Frage. Herr Dr. Wett hat sich bereits bereit erklärt, darauf eine tiefgreifende Antwort zu geben. Es ist ganz einfach, wir kennen das in Kassel als CDU. Einfach ist es insofern, dass wir in Kassel Opposition sehr gut kennen und wissen, wie viel man damit erreichen kann. Hätten wir nicht, ich nehme auch nochmal das Beispiel Freibad Wilhelmshöhe, hätten wir nicht uns massiv damit eingemischt und natürlich dann die Bürgerbewegung, die sich dann darauf gegründet hat, wäre dann losgegangen, dann wäre das jetzt nicht mehr da, sondern wir hätten da jetzt irgendwelche Willenstäbe oder sonst was. Deswegen sage ich, ist eine Aufgabe der Opposition, den Finger in die Wunde zu legen. Und wenn Sie eine Partei wählen, die Opposition erkennbar sein wird, dann tun Sie damit nichts Falsches. Schade ist es nur, wenn Sie eine wählen, die rausfliegt, die gar nicht im Parlament ist, dann ist die Stimme leider in der Tat aus. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Und zu dem anderen Herrn will ich nur sagen, nehmen Sie doch den Wahlomat.
da kriegen Sie ganz klar eine Antwort, welche Partei Ihnen am nächsten steht. Da kriegen Sie inhaltliche Fragen gestellt und da kommt raus, wen Sie wählen können. Funktioniert. Da schauen wir mal, was da rauskommt. So, gibt es noch jemanden, der zu dieser Frage etwas sagen möchte? Ja, kurz. Nur zur ersten Frage. Ne? Ja, die Linke hat plakatiert, Veränderung beginnt mit Opposition. Ich glaube, das ist auch richtig. Wir hätten heute kein Gesetz zum Mindestlohn, wenn die Linke das nicht gefordert hätte, gegen den Widerstand der Gewerkschaften, in der ich selber bin, aktiv, gegen den Widerstand der SPD und allen anderen Parteien. Und es hat funktioniert. Also beharrliche Opposition kann etwas bewirken. Und noch etwas, noch ein Punkt, und dann gebe ich das Mikro hier weiter. Noch einen Punkt. Was wäre denn eine Regierung, wenn sie es nicht zu tun hätte mit einer starken Opposition, die Aufgabe hat, genau diese Regierung zu kontrollieren? Leider ist es im Moment so, dass es eine übergroße Mehrheit gibt in diesem Bundestag mit über 75%. Das tut unserer Demokratie nicht gut. Wir brauchen an der Stelle eine starke Opposition, die auch bereit ist, den Finger in die Wunde zu legen. Und deshalb würde ich vorschlagen, haben Sie einfach Mut und wählen auch mal die Opposition. Ja, schön und gut, aber die Umsetzung des Mindestlohnes ist in der Regierung erfolgt. Also so schön Opposition auch ist, man kann Anregungen geben, aber die Umsetzung, die Gestaltung und die Verwirklichung von Politik und von Programmen geht nur in der Regierung. Das ist so. Auch wenn das gefällt oder nicht, dann soll ich gleich, wenn ich schon zum Mikro habe, die Frage von dem Herrn beantworten, warum ich denn jetzt vom Landtag in den Bundestag wechsle. Ich habe ja vorhin gesagt, eines meiner wichtigsten Themen ist die Energiepolitik. Da habe ich mich seit Tschernobyl, seit 1986 für eingesetzt, dass wir eine Alternative zur Atomkraft brauchen. Wir haben in Hessen einiges vorangebracht, jetzt den Regionalplan verabschiedet, der heute in Kraft gesetzt worden ist für den Bereich Energie. Aber die Musik bei der Energiewende spielt in Berlin. Da sind entscheidende Gesetze, die entscheidenden Punkte, die zur Umsetzung anstehen. Das ist mein Themenschwerpunkt. Aber als Wahlkreisabgeordneter bin ich für alle Themen, die vor Ort sind, ansprechbar. Und meine Kandidatur ist ein Angebot. Ich bin nicht abgesichert über eine Landesliste. Ich muss diesen Wahlkreis direkt gewinnen. Das ist ein Angebot an die Menschen hier mit meinem Profil, mit meinen Erfahrungen, aber vielleicht auch mit der Schwäche, dass ich bisher nur in überschaubarer Zeit in der freien Wirtschaft gearbeitet habe. Aber das ist ein Angebot an die Wählerinnen und Wähler. Und wenn Sie der Meinung sind, dass ich das ordentlich hinkriege, dann würde ich mich freuen, wenn Sie mich wählen, obwohl ich aus dem Landtag komme. Danke. Zu dem zuletzt gesagten hier Verständnisfrage, legen Sie Ihr Landtagsmandat nieder, bevor die Wahl ist, oder erst danach? Ich lege das Mandat nieder, wenn ich im Deutschen Bundestag gewählt werde. Das ist ja, das ist so lange bin ich Landtagsabgeordneter, ist auch völlig legitim und völlig okay. Geschmacklos! So, was ist daran, dann sagen Sie, was ist daran geschmacklos? Was ist daran? Fragen Sie eine Antwort gegeben. Ja, genau. Das geht fließend über. Wie können Sie vor dem Hintergrund sagen, Sie wären nicht abgesichert? Ist doch lächerlich. Machen Sie keine Sorge, als SPDler in Kassel wird man auch gewählt, da reicht ja manchmal schon ein Feuerlöscher. Opposition, meine Damen und Herren. Das Opposition, was passiert, wenn in einem Parlament wie dem Deutschen Bundestag es keine solche Opposition gibt, wissen wir doch. Dann gibt es keine Kontrolle bei der sogenannten Euro-Rettung. Und die hat nicht den Griechen geholfen, sondern die hat den Banken und den institutionellen Anlegern geholfen. Das passiert, wenn es keine Opposition gibt. Und wenn es keine Opposition gibt, dann kann die Regierung über 15 Monate hinweg Recht und Gesetz brechen, indem die Grenzen offen gehalten werden, weil es noch nicht mal im Bundestag debattiert wird. Es wird noch nicht mal debattiert, ob wir... Macht es Sinn, eine Oppositionspartei zu wählen? Ja, ja und nochmal. Das andere, was Sie angesprochen haben, liegt in der Natur der Sache. Menschen haben unterschiedliche Interessen und Demokratie ist nicht die beste Staatsform, oder nicht die perfekte, aber die beste, die wir haben. Jetzt zu der Frage, die ich eigentlich beantworten sollte. Steuerflucht in Europa. Meine Damen und Herren, ich habe noch nie verstanden, warum multinationale Konzerne ihr Geld nicht da versteuern, wo sie es auch einnehmen. Da kommt ein Konzern wie Starbucks nach Deutschland, macht den Mittelstand kaputt. Da, wo früher der Bruno war, ist heute Starbucks drin. Der Bruno konnte die Miete nicht erwirtschaften, Starbucks kann es. Der Bruno hat seine Steuern in Kassel bezahlt und eben in Deutschland jedenfalls und Starbucks wahrscheinlich irgendwo in Deutschland für 0,2%. Wissen Sie, da bin ich als AfD in einer total guten Position. Wir waren bisher an keiner Regierung beteiligt, die diesen Mist zu verantworten hat. Und da muss ich mal gerne Antwort von den anderen Parteien.
30 Jahren in Deutschland so dramatisch viel falsch gelaufen, dass ich Sie herzlich einlade, mal zu mir zu kommen, wenn ich über Staatsversagen rede. Sie müssen das nicht alles übernehmen, wir können hinterher kritisch diskutieren, aber zum Augenaufmachen ist es vielleicht nicht schlecht. Bitte seien Sie kritisch, seien Sie auch mir gegenüber kritisch und der AfD, aber das, was hier 30 Jahre gelaufen ist in jedem Politikbereich, ist verheerend für Deutschland und ist alles andere als Zukunftssicherung. Dankeschön. Wir reden zwar an den multinationalen Konzernen und nicht die Menschen im Land. So, ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Blickrichtungen auf dieses Land und den Zustand. Deshalb sollten wir auf jeden Fall noch Ihre Stimme mit berücksichtigen, die ein weiteres Moment in die Debatte bringt, was hoffentlich sehr dynamisch ist. Was jetzt ein bisschen untergegangen ist, ist die Frage nach Europa. Also ich kann als Grüner sehr deutlich sagen, und das speist sich auch ein Stück weit aus meiner Biografie. Ich habe in Europa gearbeitet. Ich bin pro-Europäer. Ich bin sehr dafür, dass wir in Europa einen ordentlichen Gang zulegen. Ich bin sehr glücklich darüber, dass Emmanuel Macron in Frankreich gesagt hat, lasst uns das intensivieren, lasst uns auch schauen, wie wir soziale und fiskalische Verantwortung nach Brüssel transferieren. Aus meiner Warte wird viel zu oft der Ball zwischen den Ebenen hin und her gespielt. Also die Kanzlerin sagt dann, Brüssel ist schuld, wenn sie in Brüssel ist, sagt sie, Berlin ist schuld. Das muss ein Stück weit auch aufgelöst werden darin, dass wir diese supranationale Organisation, die seit 70 Jahren, die Europäische Union, die seit 70 Jahren Frieden und wirtschaftliche Entwicklung in Europa geschaffen hat, in vielen Teilen Europa, bevor Herr Felstehausen gleich das Mikro ergreift, in vielen Teilen geschaffen hat, noch weiter gestärkt wird und entwickelt wird. Wenn Sie sich anschauen, was die Briten gerade erleben auf der Insel, dann wissen Sie, was dieses Projekt an Wert hat. Das haben die sich letztes Jahr, als sie darüber abgestimmt haben, so nicht ausgemalt. Und ich finde schon, dass die Europäische Union an der Stelle auch eine deutliche Wertschätzung erfahren muss. Ich möchte noch ganz kurz zu dem Herrn sagen, der Fundi und Realo angesprochen hat. Was mir aufgefallen ist in dem letzten Jahr im Stadtparlament ist tatsächlich, dass viele Akteure, sagen wir mal, die das Bilden einer Regierung ein Stück weit dadurch verhindert haben, dass sie sich hinter unausweichlichen Positionen, ich sag's jetzt mal, versteckt haben. Ich finde, wir müssen ein Stück weit auch kompromissbereit sein. Selbst in der Ehe haben Sie nicht 100% Zustimmung. Sie müssen auch beim Wahl-O-Mat damit leben, dass Sie nur auf 81 oder wie ich jetzt bei den Grünen, waren immer noch der Favorit, aber nur auf 79% gekommen. Aber nichtsdestotrotz, Sie können Ihre Wahlentscheidung durchaus mit diesen Hilfsmitteln, die vom Institut für politische Bildung in Berlin gemacht werden oder von den Landeszentralen, dort entsprechend überprüfen. Gehen Sie zur Wahl. Ich hätte eine Empfehlung für Sie, die ich Ihnen gerne nachher noch erläutere. Ach ja, das war mir klar. Ich wollte aber auch noch gerne was zu dem Herrn Kremmel sagen. Ja, kurz zu der Frage, wen wählen. Also da bin ich beim Kollegen Mertowitsch. Ich denke, niemand, der hier vorne sitzt, hat mit seiner eigenen Partei wirklich 100% Schnittmenge. Und jeder hadert auch mal mit seiner eigenen Partei. Eine Empfehlung, die ich da manchmal gebe, ist einfach das wählen, von dem man glaubt, das ist das kleinste Übel von allen. Weil das ist wichtig ist, dass man eben hingeht, dass man seine Stimme wahrnimmt und dass man sich an der Wahl beteiligt. Und ich denke, alle etablierten Parteien und die Aussicht haben, in den Bundestag zu kommen, haben auch gute Angebote, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, eben Stichwort Wahl-O-Mat, dann ist das auch eine gute Hilfestellung, die einem die Entscheidung am Ende erleichtern kann. Zum Thema Europa. Ich finde, wichtig ist da, dass wir Europa eigentlich mal wieder auf die Füße stellen. Europa hat seinen Preis, aber es hat eben auch seinen Wert. Und wichtig ist, dass Europa eigentlich mal wieder mit einer Stimme spricht. Wenn man sich anguckt, zum Beispiel die Kommission, die viele Kommissare, die dahin entsendet werden, die verstehen sich als Vertreter ihres Landes und nicht als Vertreter Europas. Da fängt es eigentlich schon an. Viele Länder wollen die Mitglied in der EU werden und von den Vorteilen zu profitieren, aber wenn es am Ende um das Zahlen geht, dass sie selber was leisten müssen, dann wollen sie sich ausklinken oder mit Europa nichts mehr zu tun haben. Und das gehört angepackt und das muss angegangen werden und dass man wirklich auch diesen Mentalitätswechsel herbeiführt und auch mal deutlich macht, was Europa in den letzten 50, 60 Jahren geleistet hat und was wir Europa zu verdanken haben. Das ist auch nicht nur der Frieden, den wir seit Jahrzehnten in Europa haben. Und meiner Meinung nach steht die Europäische Union ein Stück weit auch am Scheideweg. Die Frage ist,
gehen wir den nächsten Schritt hin in Richtung Bundesstaat, quasi Vereinigte Staaten von Europa, oder belassen wir es wirklich bei einer Währungs- und Wirtschaftsunion, wo wir uns um einheitliche Lebensstandards in Europa kümmern? Ich sehe es oder sage ehrlich, Bundesstaat halte ich für sehr schwierig, wenn ich mir manche Länderparlamente angucke und manche Regierungen in Europa. Es wäre in mittlerer oder ferner Zukunft sicherlich wünschenswert, aber ob das am Ende wirklich Erfolg hat, das sage ich offen, vermag ich nicht zu beurteilen momentan. So, Herr Nölke, vielen Dank. Sie waren der Letzte in dieser Runde. Wir sind jetzt nach 2,5 Stunden ans Ende gekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie diese Ausdauer, dieses Interesse heute Abend gezeigt haben. Es ist klar, dass hier nicht alle Fragen und alle Interessen bedient werden konnten. Wir sind jetzt am Ende. Das war von Anfang an gewesen. Ach so, nicht gesehen. Ja, also Herr Demis, ich kenne Sie persönlich nicht, insofern möchte ich Sie auch nicht persönlich angreifen. Ich bin 40 Jahre SPD-Wählerin gewesen, konnte die Politik aber nicht mehr mittragen, weil ich Kinder und Enkelkinder habe, möchte es jetzt aber nicht weiter ausführen. Als ich SPD gewählt habe, 40 Jahre, war ich angesehener Bürger. Jetzt wähle ich die AfD aus Überzeugung, weil ich deren Parteiprogramm kenne und bin plötzlich Pack, ich bin eine Ratte und brauner Bodensatz und was, also ich bin kein guter Bürger mehr, kein angesehener Bürger mehr. Das kommt von der SPD, es kommt von den Linken, es kommt von Verdi, die offen gegen uns Andersdenken mit undemokratischen Mitteln vorgehen, ich bin noch nicht zu Ende. Und zu Ihnen, ich bin jetzt dran. Und zu Ihnen, Herr Felstehausen, Sie sind bekannt dafür, dass Sie nicht mit gerade demokratischen Mitteln gegen uns Andersdenkende vorgehen. Sie sind sehr bekannt, glauben Sie es mir. Faktencheck. Und Ihre Partei, ja, läuft die Frau Roth mit linken, mit schwarz vermummten Linken hinter Transparenten hier, wo draufsteht: Ey Deutschland, du mieses Stück Scheiße, ey Deutschland, verrecke. Und zu Ihrer Partei möchte ich noch sagen, Frau Merkel, anderthalb Jahre Gesetze. Ja, Gesetze brechen. Aber Sie haben schon eine Frage, oder? Ja, die werde ich allgemein stellen, die Frage. Okay. Die Frage an Sie. Was wollen Sie daran ändern, wenn Sie nach Berlin gehen? Nennen Sie das Demokratie, was Ihre Partei macht, oder Ihre Partei und Verdi, gegen Andersdenkende zu hetzen? Sie haben das sind Mordanschläge. Ihr alle, ich möchte von Ihnen wissen, was möchten Sie dagegen tun, gegen diese Hetze, gegen Andersdenkende? Okay. Sie haben es mir gerade persönlich vorgeworfen. Sie sind bekannt dafür. Weil ich dafür bekannt bin. Ja. Mit undemokratischen Richtig. Mitteln zu arbeiten. Richtig. Und jetzt finde ich, sollten wir mal Butter bei die Fische machen. Butter bei die Fische. Sie sind doch eben auch mit dabei. Lass mal die Butter rausnehmen. Ich muss ausreden lassen. So. Er hat doch gefragt, Butter Sie, bei die Fische. Ich muss doch die Butter Sie bei die Fische machen. Sie haben lange noch geredet jetzt. Nur bei Ihnen geht es mit rechten Dingen zu. Habe ich nicht gesagt. Genau, mit Recht. Also, dass ich meine Meinung an der einen oder anderen Stelle, wie auch hier auf dem Podium, und da scheue ich mich nicht und da halte ich auch mein Gesicht für hin, deutlich zum Ausdruck bringe, das ist durchaus wahr. Aber die Frage, ob ich mit irgendwelchen undemokratischen Mitteln, ob das jetzt Blockaden, Steine werfen oder sonst irgendwas ist, interveniert hätte, wenn Sie damit kommen könnten, dann würde ich mir vielleicht einen Rechtsanwalt meiner Wahl suchen. Machen Sie das, dann steigen wir da. Also, weil es einfach so postfaktisch an der Stelle ist. Sie bringen hier etwas in den Raum, was Sie nicht belegen können. Ja, auch ich würde Sie bitten, die Sachen zu belegen. Ich habe in keiner Weise, zu keinem Zeitpunkt irgendeine dieser Äußerungen, die Sie mir in den Mund gelegt haben, das stimmt nicht. Doch, ich habe gesagt, ich kenne Sie, das stimmt nicht. Sie haben gesagt, es wird ja Gott sei Dank aufgenommen. Wir können es ja nachsehen. Genau, wir können es nachsehen. Alles, ich habe Ihnen gar nichts gesagt. Ja, was alles sozusagen gesagt worden sein soll, das ist mitnichten der Fall. Ich setze mich mit der AfD inhaltlich auseinander, da habe ich genug mit zu tun. Und da reichen auch die Argumente, die sind nicht gut genug. Und das muss man in der Demokratie aushalten können.